Podcast mit der fünften Frage. Reden Sie mit uns. Wir wollen Ihre Geschichte. Ja, hallihallo, da sind wir wieder mit dem Podcast der fünften Frage. Andi und Tom haben heute wieder einen Gast zu Besuch. Moin Andi erstmal. Guten Morgen. Und ich begrüße darüber hinaus den Jens Berger von den Nachdenkseiten. Guten Morgen, Jens. Ja, guten Morgen, Tom und Andi. Hallo Jens. Hallo. Wir freuen uns sehr, über die Nachdenkseiten zu sprechen. Und ich gebe jetzt direkt mal an Andi weiter. Der hat die erste Frage vorbereitet. Andi, raus damit. Ja, Jens, du gehörst ja zu den Nachdenkseiten und der nachdenkseiten.de im Internet. Wenn ich jemand wäre, der noch nie davon gehört hat, wie würdest du sie zusammenfassend beschreiben? Ja, also erstmal, die Nachdenkseiten sind ein politischer Blog, ein kritisches Blog. Und also wir machen zwei Sachen. Die eine Sache, die wir machen, das sind die Hinweise des Tages, die von sehr vielen Lesern geschätzt werden. Das ist so eine Art kommentierter Presseschau. Also da weisen wir auf interessante Artikel hin, aber auch auf Manipulation und auf besonders schlechte Artikel aus den Massenmedien, die wir dann kommentieren. Da kriegen wir sehr viel Feedback auch von unseren Lesern, die da auch aktiv bei den Hinweisen mitarbeiten, die uns diese Hinweise schicken und auch kommentieren. Und der andere Teil, das sind natürlich unsere redaktionellen Artikel, die wir halt zu diversen Themen schreiben. Themen, Schwerpunkte ist so Wirtschaftspolitik, Volkswirtschaft, Soziales, aber auch die Bildungspolitik, Lobbyismus, Privatisierung, alles, was in diese Richtung geht. Okay, das machst du ja sicherlich nicht alleine, beziehungsweise ich weiß, dass du es nicht alleine machst. Wer gehört noch zum Team? Ja, also die beiden Herausgeber und Gründer, das sind Albrecht Müller und Wolfgang Lieb. Die werden noch unterstützt von Lars Bauer und von seinen Mitarbeitern, die technische Seite betreuen. Ich bin jetzt seit, oh Gott, jetzt müsste ich überlegen, ich glaube seit 2 Jahren bin ich jetzt dabei, richtig, als Redakteur. Dann haben wir noch einen Stamm von regelmäßigen Mitarbeitern und natürlich noch die Leser und Gastautoren, die uns immer wieder beliefern. Du sagst, du bist seit 2 Jahren dabei. Wie lange gibt es denn die Nachdenkseiten schon insgesamt? Seit 2003. War damals von Albrecht Müller unter anderem eine Antwort damals auf die Gründung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die für die Hörer jetzt, die nicht wissen, was die INSM ist, das ist eine Lobbyorganisation der Arbeitgeberverbände. Die damals in den Medien ziemlich aufgetrumpft ist. Und um da etwas entgegenzusetzen, hatte damals Albrecht Müller die Nachdenkseiten ins Leben gerufen. Oh, wow, dann habt ihr 10-Jähriges dieses Jahr. Ja, richtig. Hey. Wir hatten also, genau, ich glaube im November hatten wir 9-Jähriges. Ja. Dann müssten wir jetzt Ende des Jahres, haben wir unseren großen Geburtstag. Mal schauen, was wir uns da einfallen lassen. Ja, das hoffe ich doch, dass da was kommt, auf jeden Fall. Ja, mit Sicherheit kommt da was. Mindestens eine Torte. Eine virtuelle, ja. Du beschreibst euch ja, beziehungsweise du sagst ja, dass ihr ein Blog seid. Also dann ist das richtig, als in irgendeiner Form als Print gibt es euch nicht? Nein, als Print gibt es uns nicht. Was es allerdings gibt, das ist ein Jahresbuch. Das erscheint immer am Ende des Jahres. Das ist so eine Kollektion aus den besten Beiträgen der Nachdenkseiten. Ah, okay. Also, ein bisschen Print, da versuchen wir dann mal den Medienwandel auch mal zum Verschenken, ist ja auch mal ganz interessant, um seine Freunde entweder denen einen Gefallen zu tun oder um andere Leute zu ärgern. Hören wir auch oft, dass unsere Bücher verschenkt werden, um irgendwelche Nachbarn oder Kollegen zu ärgern. Sehr schön. Okay, die Hinweise des Tages, ich glaube, da wolltest du noch mal was zu wissen, Andi. Ne? Ja, genau, die sehe ich ab und an. Was genau verbirgt sich dann hinter den Hinweisen des Tages? Und wann ist ein Hinweis des Tages wert, überhaupt einer zu sein? Ja, was sich dahinter verbirgt, hast du ja eben schon erläutert, Jens. Aber in der Tat, ja, wann ist ein Hinweis denn ein Hinweis des Tages? Da gibt's ja verschiedene Sachen. Also einmal sind das Meldungen, die ansonsten im Medienrauschen untergehen. Beispielsweise so von den Sozialverbänden, die von den Agenturen fast überhaupt gar nicht mehr zitiert werden, die wir dann in den Mittelpunkt stellen. Es sind interessante Kommentare, interessante Berichte, nicht nur aus den klassischen Medien, sondern auch von Blogs. Und
Also in, da versuchen wir uns dann auch in so einer gewissen Form als Aggregator, da wir ja eine relativ breite Leserbasis haben, können wir so auch für Blogger und Autoren, die interessante Sachen zu erzählen haben, halt für ein bisschen größere Leserschaft, ein größeres, bisschen größeres Publikum sorgen. Und andererseits natürlich unseren Lesern auch Quellen vorstellen, die sie vorher vielleicht gar nicht kannten. Okay, also abseits vom Mainstream dann tatsächlich auch mal was an den Tag bringen, was normalerweise unterm Tisch verschwinden würde. Machst du das in erster Linie mit den Hinweisen des Tages? Weil ich sehe jetzt immer verantwortlich Jens Berger, jetzt auf der Startseite zumindest, oder... Ja, die Endredaktion, das rotiert. Also am Mittwoch macht grundsätzlich unser lieber Kollege Roger Straßburg und ich wechsle mich mit dem Wolfgang Lieb eigentlich bei der Endredaktion meistens ab. Okay, meistens mache ich, aber er liefert auch sehr viel zu. Also es macht ja nicht immer nur einer die Hinweise, sondern da wird dann vorher, werden die schon sondiert. Jeder von uns hat seine eigenen Quellen, die dann in die Hinweise mit einfließen. Alleine würde ich das, na gut, ich würde es vielleicht schon schaffen, aber es würde unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen und diese Zeit würde mir bei anderen Sachen fehlen, beispielsweise bei den Artikeln, die ich für die Nachdenkseiten schreibe. Zeit ist ein gutes Stichwort, denn es ist zwar eine Binsenweisheit, aber man sagt ja so schön, Zeit ist Geld. Und sprechen wir doch einfach mal drüber, wie die Nachdenkseiten, wie werden die finanziert? Ja, sprechen wir übers Geld. Genau. Ja, das ist ganz interessant. Die Nachdenkseiten sind meines Wissens eine der ganz, ganz wenigen Blogs in Deutschland, die nahezu komplett spendenfinanziert sind. Aha. Also unsere Leser sind sozusagen unsere Träger. Die Nachdenkseiten werden ja auch von einem eingetragenen Verein rausgegeben, von der IQM. Und daher können auch Spenden an uns, die können auch steuerlich abgesetzt werden. Wir haben also keine richtigen Großspender. Also wir sind unabhängig jetzt von Verbänden oder von irgendwelchen Interessengruppen, sondern im Grunde werden wir von unseren Lesern bezahlt. Also wir häufig so, wenn man mal Kontakt zu den Lesern hat, hört man dann beispielsweise so eine Sätze wie, ja, der Spiegel ist mir zu flach geworden, er verbreitet nur noch neoliberale Propaganda und was ich vorher für den Spiegel bezahlt habe, für mein Abo, das überweise ich jetzt euch. Ich bin jetzt ein Unterstützer der Nachdenkseiten geworden. Solche Sachen, das freut uns natürlich. Ja. Unterstreicht natürlich auch die Unabhängigkeit. Das ist ja richtig. Richtig, ganz genau, ja. Das ist auch ganz wichtig. Wenn ich auf der rechten Seite eurer Seiten schaue, da sehe ich jetzt Videopodcast und Audiopodcast. Was erwartet mich denn da? Ja, das sind beides relativ neue Einrichtungen. Also beides erst im letzten Jahr zu den Nachdenkseiten hinzugekommen. Unter anderem auch deshalb, da wir unsere Leserschaft noch ein bisschen erweitern wollten, vor allen Dingen für jüngere Leute. Unsere Leserschaft ist im Vergleich jetzt zu anderen Internetseiten, vor allen Dingen zu Blogs, ist wahrscheinlich relativ alt. Und um den Zugang gerade eben zur jungen Generation, zu Studenten, Schülern vielleicht noch ein wenig stärker zu bekommen, haben wir uns diese multimedialen Elemente noch eingedacht. Also der Podcast, den produzieren wir momentan noch nicht selbst. Der wird uns von der Radio Lora, das ist eine Münchner, ich glaube, das ist so ein Bürgersender, ist das, im offenen Kanal. Vielleicht liege ich da jetzt auch falsch. Die könnte ich ja melden bei uns. Also ihr macht es genau. Nicht selbst. Ja. Wir machen es nicht selbst, nein, die machen das für uns. Und den Podcast, der ist momentan noch relativ eingeschränkt, mache ich einmal pro Woche, nicht jede Woche, aber meistens. Und da beantworte ich Leserfragen halt im Videopodcast. Viel ist auch mehr für diejenigen gedacht, die nicht jetzt regelmäßige Leser der Nachdenkseiten sind und nicht hundertprozentig drin im Thema sind, also wo man das einfach mal ein bisschen leichter und in einfachen Worten erklären kann und dass die Leute halt nicht eine ganze Textwüste, mehrere Seiten vor sich haben, die sie dann vielleicht nicht verstehen, sondern einfach zugänglich. Das kann ich im Übrigen nur wärmstens empfehlen. Ich höre das natürlich regelmäßig und habe da auch einen gewissen Anteil dran. Eben. Ich lese die Leserfragen. Genau. Und es ist tatsächlich so, deswegen, also nicht, das ist keine Eigenwerbung, sondern ich finde es insofern wirklich klasse, weil einzelne Leserfragen in wirklich der notwendigen Ausführlichkeit erläutert werden
Und das ist schon schön, ne? Man lehnt sich zurück und hört sich an, was Jens dann zu der Leserfrage antwortet. Und ja, das ist sehr komfortabel und sehr angenehm. Und von daher, also Podcast, ne? Liebe Hörer, hört mal rein, guckt mal rein, kann ich nur wärmstens Ja, guckt empfehlen. vor allem mal rein, wenn ihr ein Gesicht haben wollt zum Jens. Genau, Beim dann Podcast habt ihr das. Aber ist natürlich klar, du sagst es gerade eben ausführlich, also man muss da natürlich schon ein bisschen zuspitzen und ein bisschen reduzieren. Die Themen sind meistens so komplex, dass man sie in der gesamten Bandbreite natürlich im Videopodcast überhaupt gar nicht beantworten kann. Aber man kann die richtigen Stichworte liefern. Ja, das ganz bestimmt. Ich schlage jetzt nochmal eine Brücke, und zwar, du hattest eben ja schon über die Herausgeber gesprochen. Die möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz streifen. Das ist zum einen der Albrecht Müller, der Herausgeber der Nachdenkseiten. Der ist ja durchaus prominent, hat schon als Leiter der Planungsabteilung unter Willy Brandt gearbeitet, und als Buchautor ist er darüber hinaus bekannt. Dann haben wir den Mitherausgeber Wolfgang Glieb, der war unter Johannes Rau Regierungssprecher in Nordrhein-Westfalen. Das einfach mal zur Erläuterung für die Hörer. Wir sprechen aber ja heute mit dir, und von daher erzähl uns doch vielleicht mal ein paar Sätze von dir. Was ist denn so deine Geschichte, die du uns ganz gerne ans Herz legen möchtest? Ja, ich bin sozusagen Journalist auf dem zweiten Bildungsweg. Also nein, also ich hatte halt ganz stinknormalen 9-to-5-Job. Bei einem Versorgungsunternehmen war ich Pressesprecher. Und irgendwann, wie das wahrscheinlich viele Leute in ihrem Leben haben, stellt man sich dann die Frage, willst du das wirklich bis ins hohe Alter machen? Oder willst du nicht irgendwas anderes anstellen, irgendwas Sinnvolleres? Und habe mich dann entschieden, ins kalte Wasser zu springen und als freier Journalist zu arbeiten. Was anfangs natürlich vor allen Dingen ökonomisch ziemlich holprig war, das ist vollkommen klar. Bin dann auch zum Bloggen gekommen, über mein persönliches Blog, den Spiegelfechter. Oh Gott, seit 2006 gibt es, glaube ich, den Spiegelfechter, ja. Und dann sind dann halt die ersten Zeitungen sind auf mich aufmerksam geworden und unter anderem auch die Nachdenkseiten. Und ja, da hat man dann die Kräfte sozusagen gebündelt und ja, seit 2 Jahren bin ich halt fest bei den Nachdenkseiten. Schreibt zwar hin und wieder nochmal Kolumnen für die Taz beispielsweise, aber prinzipiell schreibe ich exklusiv für die Nachdenkseiten. Hat sich der Sprung ins kalte Wasser gelohnt für dich in letzter Konsequenz? Definitiv, ja. Also ökonomisch kann man das nie sagen, aber das ist für mich jetzt auch kein Maßstab, der nicht so fürchterlich relevant ist. Auf jeden Fall habe ich einen Job, der mir unglaublich viel Spaß macht. Also ich habe im Grunde mein Hobby zum Beruf gemacht und ja, was gibt's Schöneres, ne? Nichts, das kann ich persönlich nur allzu gut bestätigen. Ja, wir haben ja jetzt einige Namen gehört, und natürlich Willy Brandt und Johannes Rau stechen natürlich hervor als Gesichter der deutschen Sozialdemokratie. Seid ihr denn überparteilich oder der SPD angebunden? Nein, wir sind der SPD nicht angebunden, um Himmels Willen. Die beiden Herausgeber, Albrecht Müller und Wolfgang Lieb, sind zwar noch Mitglieder, das noch jetzt bitte in Klammern setzen. Es sind zwar Mitglieder der SPD, aber vertreten ganz sicher nicht die Mehrheitsmeinung der SPD. Im Gegenteil, wir sind ja sehr kritische Kommentatoren der Entwicklung der SPD in den letzten Jahren. Und insofern sind wir eigentlich überparteilich. Ich meine, es ist klar, so mit unseren Positionen und Ansichten, die wir vertreten, zählen wir wahrscheinlich ja zum linken Spektrum. Da gibt es gibt es Überschneidungen mit den Linken, auch Überschneidungen mit dem linken Flügel der SPD, auch kleine Überschneidungen mit den Piraten und den Grünen. Aber Also das ist nicht mit der FDP, vermute ich. mit der FDP nicht, nein. Okay. Also Müsste ich müsste man zumindest lange nicht. wühlen wahrscheinlich, ne? Ah, ich glaube, vielleicht so bei den Bürgerrechten, da dürfte es dann doch Überschneidungen geben, aber das sind jetzt ja auch nicht so die Positionen, die die FDP so unerträglich machen. In der Tat nicht, nein. Gut, also ihr seid überparteilich, das wissen wir jetzt, und ihr seid durch Spenden finanziert, das wissen wir auch. Und du hast auch schon angedeutet, dass es den Förderverein gibt, der hat das hübsche Kürzel IQM. Da wüsste ich natürlich ganz gerne, wofür das steht und was dieser Förderverein macht, oder ist er ausschließlich fürs Einsammeln der Spenden zuständig sozusagen? Ja, also der Förderverein heißt in voller Länge Initiative zur Verbesserung der Qualität politischer Meinungsbildung e.V. Okay, das finde So, ich ich habe IQM das. wirklich Ne, prima. ist besser, ne? Ja. Und ja, also und der Förderverein, also der beschäftigt sich eigentlich nur mit den Nachdenkseiten und der gibt die Nachdenkseiten sozusagen heraus.
Er kümmert sich um, ja, ich bin jetzt nicht Sprecher des IQM, also da müsstet ihr den Wolfgang Lieb fragen, der ist Vorsitzender des IQM, wie das jetzt alles genau aussieht, aber auf jeden Fall gehört zu den Hauptaufgaben des IQM halt die Nachdenkseiten herauszugeben. Okay, also das ist der bürokratische, ja, ja. Der offizielle Teil, wollen wir es mal lieber so nennen. So könnte man sagen, ja. Mhm. Hm? Okay, gut, dann habe ich das verstanden, IQM. Gut. Ja, wenn ich auf euren Seiten stöbere, lacht mich eine Steckdosenfrisur an, die ich aus der Satiresendung Neues aus der Anstalt kenne, der Urban Priol. Seid ihr denn, habt ihr denn eine Satire-Ecke oder ist das einfach nur ein Fan eurer Seiten? Ja, er ist nicht nur ein Fan unserer Seiten, sondern er, wie er es uns gesagt hat, nicht nur er, sondern beispielsweise auch der Georg heißt er, ne, Schramm. Mhm. Und andere bekannte Kabarettisten, die schnappen auch ihre Ideen und ihr Hintergrundwissen teilweise auch von den Nachdenkseiten auf. Ja, sind auch regelmäßige Leser und teilweise sogar Unterstützer von uns. Also. Okay, aber eine Satire-Ecke in dem Sinne gibt es nicht, nicht bei euch. Okay. Nee, haben wir nicht. Wir haben zwar bei den unseren Hinweisen unregelmäßig die Rubrik zu guter Letzt, aber ansonsten haben wir keine Satire-Ecke, nee. Was ich persönlich schade finde, aber gut, ja. Okay. Ja, man muss natürlich bei allen Sachen, wir haben einiges haben wir nicht, was wir eigentlich auch gerne anbieten würden, aber das schaffen wir von der Manpower ganz einfach nicht, das geht nicht. Na okay, vielleicht kommen wir da nochmal ins Gespräch, mal schauen. gut, ihr habt also jetzt keine großen Etats, aber ihr schafft es trotzdem gut, die Nachdenkseiten am Laufen zu halten. Werbung gibt es bei euch ja kaum, wenn, dann ist es eher Werbung das zum Beispiel für Fachliteratur. Richtig. Das heißt, auch da sichert ihr euch die Unabhängigkeit zu. Richtig, da haben wir sogar bei der Werbung, da haben wir auch ein Mitspracherecht, also sprich, dort können keine Bücher beworben werden, die wir nicht für lesenswert halten. Und ihr seid, das haben wir ja nun herausgefunden im Laufe des Gesprächs, bekannt dafür, dass ihr sehr kritische Beiträge schreibt. Jetzt kann ich mir vorstellen, vielleicht kannst du das mal ein bisschen erzählen, dass es da möglicherweise auch natürlich Gegenwind von der Politik beziehungsweise eben auch von den Mainstream-Medien gibt. Oder lauft ihr so nebenher und gleichberechtigt sozusagen? Ja, sagen wir mal so, die Mainstream-Medien sind garantiert nicht unser Freund. Also okay. gibt natürlich auch Ausnahmen, wie beispielsweise der FAZ-Mitherausgeber Frank Schirmacher, der uns hier und wieder mal löblich erwähnt. Mhm. Und ja, aber ansonsten, teilweise sind wir so die Schmuddelkinder, habe ich das Gefühl. Mhm. Also man zitiert uns teilweise, nennt uns dann aber nicht beim Namen. Man greift unsere Inhalte auf, nennt uns allerdings nicht als Quelle. Wir kriegen häufiger auch Anrufe von Kollegen, sei es jetzt aus den TV-Magazinen der ARD, aus dem Hörfunk, teilweise auch aus dem Print, die dann ja gewisse Dinge mit uns dann besprechen, die da was etwas Interessantes bei uns gelesen haben und da mehr Informationen drüber haben wollen. Aber dennoch werden wir nicht als Quelle genannt. Interessant ist auch, wenn beispielsweise Albrecht Müller mal in Talkshow eingeladen wird, dann steht da nie Herausgeber der Nachdenkseiten, auch wenn er das vorher der Redaktion gesagt hat, dass er das gerne so eingeblendet hätte, sondern steht immer ehemaliger Politiker oder sogar Politikberater, was überhaupt gar nicht stimmt. Naja, so eine Sachen halt. Also da gibt es so eine Medienbarriere. Und wenn mal über uns berichtet wird, vor allem Spiegel war es mal der Fall, dann ja, so mit einem verquast hämischen Ton, so nach dem Motto, ja, was wollen die eigentlich? Okay, aber die Inhalte werden ganz gerne genommen. Ja. Ohne dann zu. Dann können wir jetzt fast über Plagiatsaffären sprechen, aber das lassen wir an dieser Stelle. Wäre doch mal ein Thema. Ja, aber das würde den Rahmen sprengen wahrscheinlich. Andi, ich gebe nochmal an dich ab. Ja, euer Videopodcast ist ja relativ neu. Das ist die neueste Errungenschaft quasi bei euch, das neueste Baby. Was habt ihr denn für 2013 noch geplant? Ihr habt ja auch euren Online-Auftritt. Das Layout, das haben wir auch. Das Layout ist auch neu, genau, ja, ist auch aufgefallen, ja. Genau. Deshalb, also wir hatten am Ende 2012 hatten wir schon so viele Neuerungen implementiert, dass wir für 2013 erstmal jetzt keine aktuellen Baustellen mehr haben. Mhm. Im Gegenteil, also wir müssen die Sachen, die wir jetzt neu eingepflegt haben, da müssen wir nochmal nachschauen, wie wir die noch optimieren können. Beispielsweise die Leserbriefe oder halt auch die multimedialen Sachen, wie man das alles noch ein bisschen besser machen könnte. Des Weiteren sind wir noch dabei, unsere Rubriken neu zu sortieren. Die meisten Leser, wir hatten neulich auch mal eine Leserumfrage gemacht, lesen die aktuellen Artikel
Aber die alten Artikel, wo teilweise auch sehr interessante Informationen drin stehen, die können nicht so leicht gefunden werden. Und da müssen wir uns mal Gedanken darüber machen, wie wir interessante ältere Artikel, wie wir die besser auffindbar machen und wie wir sie vielleicht auch im Layout besser hervorheben können. Aber das ist noch Work in Progress, also... Gut, okay. Also da ist genügend, was es jetzt erstmal noch zu tun gibt und dann kann man immer noch sehen, was Neues anzugehen. Ganz genau, ja. Ja, klasse. Von meiner Seite aus war es das. Andi, hast du noch was? Nein, ich fand die Kategorisierung der Leserbriefe von A bis Z... Ah nee, das ist auch von A.G. Jetzt raff ich das erst. Chronologisch geordnet. Ja, okay. Der Neueste ist immer oben. Wenn man mal kurz drüber schaut, ein Leserbrief nach A bis Z, aber nein, völliger Blödsinn. Liegt an meiner Sehschwäche. Ja, okay, gut. Also das streichen wir jetzt, aber wir senden es trotzdem. Denn wir wollen ja authentische Gespräche, also senden wir auch das den kleinen Fauxpas von Andi jetzt gerade. Gut, Jens, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war super interessant. Ich persönlich schätze die Nachdenkseiten ja sowieso sehr und ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer jetzt vielleicht dazukommt und mal ein bisschen bei euch stöbert. Ich kann es nur empfehlen, interessant und kritisch ist es allemal. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal für das Gespräch. Ja, danke euch für das nette Interview und euren Lesern, euren Hörern. Von A bis Z. Von A bis Z, genau. Von A bis Z, genau. Allen Hörern von A bis Z sei empfohlen, mal auf den Nachdenkseiten vorbeizugucken. Schauen Sie mal rein. Vielleicht finden Sie ja was Interessantes. Wunderbar. Ja, super. Jens, bis dann. Tschüss. Ja, ciao.